freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich bin gebeten worden, eine Laudatio zu halten. Und ich will nicht so tun, als wäre das eine große Überraschung und den Sack nicht vorher schon zumachen. Ich bin gebeten worden, eine Laudatio auf eine der wunderbarsten Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, zu halten. Und zwar auf Mary Rose. Das mache ich erstens sehr gerne und zweitens mit ganz viel Respekt, wenn Sie es nicht wissen, sage ich Ihnen, wir teilen seit vielen, vielen Jahren eine Bühne bei einem Programm, was letztendlich auf Ihre Initiative zurückgegangen ist. Das Programm heißt Nuttenkoks und frische Erdbeeren und erzählt die Geschichte des deutschen Schlagers mit allem, was dazugehört. Und natürlich hat das Hochamt des deutschen Schlagers, die ZDF-Hitparade, da einen Bärenanteil in diesem Programm gehabt. Aber es geht heute hier bei dieser Veranstaltung um 50 Jahre ZDF-Hitparade, aber es geht eben darum, eine Frau im Grunde genommen von der Bühne, sagen wir mal, Teilzeit zu verabschieden, weil ganz aufhören tut sie nun doch nicht. Sie hat gestern, falls Sie die Sendung gesehen haben, mit dem großartigen Florian Silbereisen einen tollen Abschied geleistet und ich darf Ihnen das verraten, wenn Sie mal wirklich sehen wollen, wie Mary Rose aussieht, wenn sie gar nicht weiß, was passiert. Am nächsten Samstag können Sie im NDR-Fernsehen eine Überraschungsshow sehen. Ich schwöre Ihnen, wir sind beide davon ausgegangen, wir fahren zu einer Talkshow und dann wurde das Studio in unserem Beisein umgebaut und alle Kolleginnen und Kollegen von Mary sind auf die Bühne gekommen, um sie eigentlich zu verabschieden, jedenfalls was die Schlagersängerin-Karriere in dem Fall angeht, was außerhalb von Nuttenkoks angeht. Ich habe die Frau, über die wir gerade sprechen, vor 4, 5 Jahren kennengelernt und ich habe vorher schon gewusst, es ist eine außergewöhnliche Frau. Das stimmt in jedem Fall. Sie hat einen unglaublichen Humor, der meinem sehr nahe kommt. Der ist bitterböse und ist einfach wunderbar. Aber es ist gleichzeitig eine der warmherzigsten und eine der ehrlichsten Frauen, die ich je kennengelernt habe. Es ist tatsächlich so, wenn es irgendwas gibt, wenn wir auf Tour waren, egal ob es die Band ist, egal ob es die Techniker sind oder egal ob es andere sind, die mit dieser Produktion zu tun haben. Zu Mary können alle gehen, sie kriegen immer eine ehrliche Antwort, sie bekommen die Meinung von ihr ungefiltert zu hören und was ganz wichtig ist, exklusiv. Mary Rose ist keine Frau, die dann mit diesen Sachen irgendwo anders herumläuft und das weitererzählt. Das ist in dieser Branche keine Selbstverständlichkeit. Das können Sie mir glauben. Das ist tatsächlich nicht so. Aber das tut sie. Das macht sie. Sie ist im Kollegenkreis. Ich habe immer mehr Leute aus der Schlagerbranche kennengelernt. Das ist wirklich mein Problem. Ich kann die teilweise gar nicht mehr hochnehmen, weil die wirklich alle nett sind. Das ist wirklich schade. Das ist sehr schade. Aber sie ist im Kollegenkreis gut angesehen, sie wird auf der Bühne von allen verehrt und sie ist eine Frau, die wirklich über Jahrzehnte, ich wiederhole, gerade für die jüngeren Leute, Achtung, zuhören, der Opa erzählt was, über Jahrzehnte Erfolg hat und da müssen andere erstmal versuchen, über viele lange Jahre hinzukommen. Eine außergewöhnliche Frau, eine Persönlichkeit, die mich immer wieder tief beeindruckt. Und ich bin sehr stolz darauf, sagen zu dürfen, und es ist auch mittlerweile eine Freundin. Meine Damen und Herren, der Ehrensmargo für eine der ungewöhnlichsten Frauen in der Schlagerbranche, für Mary Rose. Mehr als verdient. Die Leute haben sich erhoben, die haben nur vergessen, lange genug zu klatschen. Meine Damen und Herren! Thank you.
aufgefallen. Und deswegen werde ich heute nicht singen, weil das habe ich ja gestern zum letzten Mal gemacht. Wenn man schon sagt, es ist jetzt wirklich Schluss, dann ist es Schluss. Und ich bin froh, dass ich mit dem alten Mann dann noch ein bisschen auf. Wir sind so überrascht, dass also wirklich die Leute sich so freuen, dass wir dieses böse Stück spielen. Und wir sind schon fast wieder überall ausverkauft. Ja, gut, ja, wisst ihr, wie das neue Programm heißt? Mehr! 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 Scheiß auf die Erdbeeren!